up everything else in your life. You don't want to mess this up too. No, shut up. Sie sind immer noch dabei, like die Waffen zusammenzuschauen. Ne? So. Muss gerade bestätigen, dass ich weiterschauen will, wenn er, weil dein Stream an bestimmte Zielgruppen gerichtet ist. Das habe ich aber nicht eingestellt. Hey kid, we got this covered. Ach, wegen High on Life. Digga, wir haben. Pass auf, du kannst jetzt nämlich bei uns Stream einstellen, dass wenn du sehr vulgäre Sprache und sowas hast, müsste ich wahrscheinlich erstmal einstellen, aber ich bin einfach zu voll hier. Dass du. Als du eine Nachricht Anfang des Streams bekommst, ob du das dann wirklich schauen willst. Wahrscheinlich, weil ich jetzt auch High on Life gegangen bin, sagt er, ah, okay, warte mal, du willst in den. Du willst in ein Drogenspiel rein? You're sure you're doing this right, Gene. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ja, und dann erstmal Meldung. Janni, du warst ja heute auch die ganze Zeit da. Hast du eigentlich mitbekommen, die Alerts gingen, ne? Da war alles wie sonst immer, ne? Wir haben den ja sogar schon. Ja, wir gucken einfach mal. Ab nach Blim City, da fehlen uns auch noch zwei Kisten. Oh, endlich Gewitter bei mir. Digga, jetzt die Frage, wo sind diese verkackten letzten beiden Kisten? Ich kann auch irgendwas... Irgendwas kann ich noch hier, genau, mit dieser... Warte mal. Irgendwas kann ich noch mit dem Auto machen. Oben ist jetzt auch so ein Auto. Zwei Kisten, Digga, glaube. Ich habe doch immer meine Alerts über Pippi-Stream laufen lassen. Da habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie ein bisschen am Buggen ist. Jetzt bin ich auf Streamlabs wieder gewechselt. Und habe einfach nur den Alert-Box-Link eingefügt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Digga, wie soll ich denn da hochkommen? Wenn wir das Auto jetzt stoppen, was hier die ganze Zeit kommt. Ja, ja. Viel zu tief. Wo soll ich denn hinkommen? Boah. Ach so, ja, hier waren wir schon. Oh, shit. Getting all pissed off over translator microbes. Digga, wo sind die letzten beiden Kisten? Den gleich da mal stoppen. Da oben drauf. Wie soll ich denn da hinkommen? Ist das Auto stoppen? Steh! Bleib doch! Fuck you! Ah, Schmutz. Digga, wie soll ich denn da hochkommen? Bin weg, weiter schauen. Hab Bock gemacht, ein paar Runden wieder zu spielen. Nur viel mehr Spaß. Ich stehe da, bitte kein Band. Wenn du mich nie wieder abpackst, dann kriegst du auch kein Band. Hau rein, die hat wirklich Spaß gemacht. Ja, ich rate es nicht. Kann ich hier irgendwie? Das ist dann die maximale Höhe. Warte mal, habe ich überhaupt noch Geld? Habe ich Geld? 1000. Zu wenig. Ey.
Dann muss ich noch mehr Boosthöhe kaufen für mein Jetpack. Dann haben wir Glück und finden nochmal die anderen Kiste. Da will ich aber nicht wissen, wo ich suchen soll. Digga, wir furzen hier die ganze Zeit rum, Mann! Tschüss, du Crip, bitte kein Bandit. Digga, wenn er das jedes Mal dahinter schreibt, kriegst du einen Bandit. Komm hier rein. Ich bin ein bisschen verarscht vor dem Spiel. Und hier keine Kiste drin ist, ist die größte Frechheit. Hier war schon eine. Will mir wieder irgendwas von seinen Alien-Schwärmen erzählen? Habe ich jetzt keine Zeit für. Ey, warum komme ich denn da nicht rein, Mann? Was für ein Scam. Aber hör bitte auf zu furzen. Janni, ne, wenn du das nochmal siehst, dass er unbedingt nicht entbannt werden muss, dann müssen wir dann eigentlich mal Dressurban entbannen, ne? Warte mal, könnte ich das Ding hier anhalten und dann da drauf springen und dann mich damit rumfahren lassen? We reign over all. Hallo, chill. Weil ich ein Macher bin. Weil ich ein fucking Macher bin. So, wo ist die letzte Kackkiste? Wo ist die letzte Kackkiste? Irgendwas Behindertes. Irgendwo ist sie drin oder so. Macht er Verkehr Psycho und will auch Kryptik entbannt werden? Das kann auch sein, Bruder. Ich hab zu viel Gehirnzellen schon wieder bei Tukey verbraten, Digga. Darauf würde ich nicht kommen. Also nicht in den Zustand jetzt. Warte mal, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wenn ich den abliefern würde, hätte ich noch mehr Boosthöhe. Aber ich brauche gar keine Boosthöhe mehr, ne? Good, bounty hunter. Want to do some perfectly legal business? Na klar. Hi, bounty hunter. Gut, dass du da bist, Janni. Hätte mich jetzt schon wieder komplett übers Ohr gehauen. Rasenbahn, Schienenwarp oder Toilettenwarp? Ich glaube Toilettenwarp, ne? I like where your head's at. Thank you for not doing anything illegal here at Blordos. Gerne. Digga, wo kann denn die letzte Kiste jetzt noch sein? Mittlerweile habe ich jetzt ja wirklich alles abgesucht hier. Da oben war auch noch eine, aber die haben wir schon. Bestimmt ist die letzte Kiste irgendwo, wo es lost ist, Digga. So komplett offensichtlich, bloß ich bin einfach die ganze Zeit vorbeigelaufen. Ist hier eine Kiste drin?
Oh, der G3-Typ ist weg. Ah, hier ist auch wieder eine Kiste gewesen. Ein Saubermachbot. Excuse me. Hello. Mit Stress oder was? Yo, 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 what's up? What's your favorite flavor of ice cream? Why the hell do you need to know our favorite ice cream? It's just important to me. I love finding out what everyone's favorite flavor of ice cream is. So, what is it? What's your favorite flavor of ice cream? Schokochip mit Minze, Erdbeere, Schokolade, Vanille. Interesting. I'm never gonna forget this. It's gonna be really important later. I'll tell you that nie wiedersehen, den Typen. Thank you. Thank you. Bin mir ziemlich sicher. Yeah, whatever. Digga. Yo, Bounty Hunter, wanna do some perfectly legal business? Nicht jetzt. Er singt, Digga. Das ist der Typ, der im Arsch gesichert hat. Ein Seestern ist geworden. Lobos? Alles klar, dass der Typ, dem wir diese komische Trommel geschenkt haben. Ey, es ist ein berühmter Trommler. Digga, kacke. Hey, Digga, eine Kiste. Weißt du, wo die Kiste ist? Would you mind watching my bike for just a minute? Just keep an eye on it. I'll be right back. All right, sure, but you better be fast. Thank you so much. You're a lifesaver. Don't let anything happen to my bike. Hä? Where's my bike? I asked you to watch my bike and you just let someone take it? Where'd it go? That was an expensive bike. Oh, chill out. We barely looked away. Oh, schön, wir haben einmal kurz weggeguckt. My mom gave me that bike after my daddy yelled at me. It means a lot to me. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Oh Gott, chill doch mal. You piece of shit. I thought you were a good guy, you're a bad guy. You're a black hat hacker. I was about to put some real cool mags on it, make it even cooler, but it was pretty cool already. And you lost it. You bastard. Hey, cool, see ya. Fuck you, bitch. You stupid fucking prick. Get out of here. Jetzt gehen wir euch. Ich glaube, dann geht's gar nicht gut. Habt ihr ein Fahrrad gesehen? Er ist gerade am Strudeln, lass mal. Hast du ein Fahrrad gesehen? Hat es einer verkauft? Have a look-see. Sag ich? Ach nee. Oh, ich wollte das Fahrrad kommen. Spruch. Na gut, er hat das Fahrrad nicht. Schade, hätte ich jetzt einfach mitgenommen. Den brauche ich. Den Booster. Babyschuhe? Schade. No sale? That's what I want. Get your grubby mitt off of me.
Kann nicht sein, dass das Fahrrad jetzt weg ist. Digga, hä? Ich wäre mal kurz, ich weiß, wo das Fahrrad ist. Oh, what's that smell? Oh, you must have met my brother in Dragtown. You let him cover you in his goop, right? Ha! Disgusting! I'm not even gonna tell you what it is. It's not cum, that's for sure. Sass, mein Freund. Get your grubby mitt off of me. Wer die anfassen würde, ist hässlich wie die Nacht. Ey, Digga. Ich werd doch behindert. Er sagt, die ist die geilste Quest im Game. Ich scheiß mich ein. Fahrrad. Digga, vor allem, wie kann das Fahrrad weg sein, wenn ich mich einmal gedreht habe? Einmal, ganz kurz. Digga. Yo, Bounty Hunter, wanna do some perfectly legal business? Nee, keine Zeit. Ich suche ein Fahrrad. Das soll so, sagt er. Weißt du, wo ein Fahrrad ist? Hast du das Spiel auch gespielt? Digga, dass ich mir die ganze Zeit eine Kurze reinziehen muss. Was über dir? Ich kann ihn runterschmeißen. Will auch keiner sich mit mir unterhalten. Ihr kleinen Bastard, dieser Fahrrad. Ach, das Ding haben wir sogar schon. Oder habe ich schon wieder übersehen? Ich habe länger Clips von diesem Fahrrad gesehen. Also, ich finde es nicht mehr. Hier ist ein Rad. Digga, wenn ich das noch mitnehmen könnte und an das Fahrrad stecken könnte, was du da im Laden kaufen kannst. Das wäre so gut. Yo, Bounty Hunter, komm sehen, was ich in Stock habe. On the food menu. Can you just leave me alone? I'd like to mourn my bike. Ich hab kurz gedacht, ich hab da die Kiste gesehen. Aha. War mir nicht was auf den Sinn jetzt mal. I guess now that you have more Gatlings, old Kenny's taking a back seat, huh? Blöden Wichser, hier ist kein Fahrrad. Gut, letzte Kiste finde ich jetzt auch nicht. Aber ich hatte wirklich schon alles abgeholt. Yo, Bounty Hunter, come see what I've got in stock on the food menu. Mal ganz kurz meinen Stuhl einstellen. Einfach Spider-Man. Ich bin besser als Spider-Man. Ganze Zeit Arschschmerzen. Ah, guck mal, da wir ja gerade in High on Life sind, kann ich auch ein bisschen von meinen Drogen-Stories erzählen. Wir haben da ja einige. Fangen wir denn da mal an? Warte, eine Sekunde. Achso. So, wir gehen so immer auf einen anderen Planeten. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück mit den Kisten.
Ich kann mir auch vor allem gut vorstellen, dass wir irgendwo hin müssen, wo wir nur mit den besseren Jetpack hinbekommen. Und da habe ich halt einfach zu wenig Geld für jetzt gerade. Did you used to be a professional runner on Earth or something? Auf jeden Fall. Ach ja, stimmt. Mein allererstes Mal, wo ich gepackt wurde von meiner Mom, Digga. War richtig funny. Oder es war auch so ein Sommertag, da war ich 14 Jahre alt. Ich weiß nicht, ich war mit meinen Kollegen unterwegs, die waren ein bisschen älter als ich, die waren beide so 16 und 17. Und wir haben uns gesagt, weil es so sonnig war, Digga, und ich glaube, ich hatte, also wir hatten Geld in der Tasche, dass wir uns einen entspannten, oh, hier gibt es noch 10 Kisten, ne? Ab in die Slums. Ich bin gut damit 14, ja, Bruder, damals war andere Zeit, no joke, Digga. Und haben uns so ein bisschen entspannt gemacht. Ich hatte damals den Kiosk meines Vertrauens, der gedacht hat, dass ich 21 bin mit 14, weil ich war ja damals auch schon 2 Meter groß und so, ne? Also, ne? Und dann sind wir zu diesem Kiosk gegangen, haben einfach mal rumgeguckt, Digga, was wir da kaufen könnten. Und dann haben wir da so eine Sangria-Flasche gesehen. Also so eine, das waren damals so eine 2,5 Liter Glasflaschen, Sangria. Und eine Wodkaflasche haben wir dann so gedacht. Nehmen wir nochmal mit, ne, ob entspannt. So, wir zu dritt halt unterwegs so. Ich kaufe die Sachen, weil der Typ denkt, ich bin 21, die anderen beiden sind ja 16 und 17, so, das Ding war es, Alter. Boah. Und, als wir die Sachen dann haben, so, war es warm. Wir so, wir müssen irgendwie die Sachen ein bisschen kalt stellen. Also, oh, da hinten ist eine Kiste. Wo soll ich da hinkommen? Also sind wir dann auf jeden Fall an so einen See gegangen. So ein Fluss im Endeffekt bei uns, der durch die Stadt läuft. Haben uns da hingesetzt. Ich bin nochmal mit den Pölzern in die Suche zu machen. Ja, das sollte nicht normal sein, Alter. Oh, no. No damn well, this isn't sanitary and it hurts like fuck. Wir finden da gleich einen. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Und an sich, Alkohol ist ja schon mal das erste, was ziemlich schlimm ist. Und dann hat man nicht nur Alkohol am Start, sondern. Haben wir auch noch ein bisschen was zu kippen da gehabt, ne? Weil wir wollten uns ja einen richtig entspannten Tag machen. Das war noch Ferien so, es war, ne, im Sommer, ich glaube Sommerferien. Katapultartig wäre wahrscheinlich richtig gewesen, hast du recht. Stimmt. Und haben uns dann halt da hingesetzt und haben dann noch die Wodkaflasche in Sangria ins Wasser gestellt. Weil das wird ja ein bisschen kühler so, ne? So ein bisschen den schlauen Fuchs raushängen lassen. Some people need no introduction. Here I am. Und dann sitzen wir da und wollten erstmal anfangen, einen Joint drehen und ganz entspannt, ne, gucken, ein bisschen Sangria trinken, so, ne. Alles schön und gut, dann fängt mein Kollege an zu bauen, weil wir hatten natürlich auch in unserer Gruppe so jemanden, der halt immer baut, der war immer fürs Bauen zuständig. Wenn irgendwer anders gebaut hat, wurde das sofort so, Digga, warum sieht das so scheiße aus, ne, hätte ich lieber machen sollen und so. Ja, also haben wir ihn dann bauen lassen. Und dann sagt er zu mir, mein Kollege, wir sitzen im Endeffekt in so einer Dreierlinie. Ganz rechts mein Kollege, der baut, ich links daneben und links daneben der andere Kollege, ne? Links der 17-Jährige von mir und rechts der 16-Jährige. Der 16-Jährige soll drehen. Und er sagt zu mir, Digga, guck mal, ob jetzt keiner von hinten kommt, weil wir sitzen im Endeffekt so auf so einer kleinen Insel und aber mit einem Blickrichtung zum Wasser hin, ne? Und auf der anderen Seite ist dann auch nochmal so, wo Leute langlaufen und sowas, ne? Halt einfach zum Gucken. Und hinter uns ist halt, wo du dann auf diese Insel raufkommen würdest. Und er sagt, ja, guck mal hinter uns nicht, dass da irgendwer kommt, ne? Irgendwer komisch ist. So, okay, Digga. Ich denke mir so, okay, Bruder, wir sitzen hier zu dritt. Sollst du andere machen? Sag ich, Diggi, wenn du irgendwie jemanden siehst oder so, sag Bescheid, ne, falls, ne, damit wir dann nicht gebastelt werden und so. Ist gar kein Problem, ist gar kein Problem. Wir sitzen halt dann da und unterhalten uns. Halt mal bitte dein Maul. Und, mein Kollege ist dann auch schon so halb fertig. Der ist so ein bisschen der Perfektionist beim Bauen. Also, der hat sich da immer ein bisschen extra Zeit gelassen, damit die auch extra gut werden, die Joints. Und auf einmal, das ist auch eine Kiste, sagt der Kollege, der links neben mir sitzt, sagt, Digga, deine Mom kommt.
Was? Ich denke, ja, okay, gut, Bruder. Er muss ja die ganze Zeit nach hinten geguckt haben, also muss sie ja, weiß ich nicht, so 20 Meter hinter uns sein. Ich drehe mich um. Da steht meine Mom einfach 2 oder 3 Meter hinter uns, Bruder. Und komplett busted, ne? Bruder. Meine Mom kannte die beiden Jungs halt so bis vom Hören sagen, so, ne? Da war schon bekannt, dass die beiden, ne, nicht unbedingt die korrektesten Jungs sind, ne? Ich war natürlich nicht unschuldig, Digga, ne? Ich war im Endeffekt der Jüngste so, deswegen hat meine Mom gedacht, Digga, die haben mich beeinflusst. Ja, auf jeden Fall fängt sie dann sofort an rumzuschreien. Du Haschkopf, weil sie wusste halt, dass die beiden Jungs am Kippen sind, Digga. Du Haschkopf und was soll die Scheiße? Ich wusste doch immer, wenn du mit dem unterwegs bist, passiert sowas und bla und bla und bla und bla. Und ich bin halt im Endeffekt, ne? Achso, genau, davor im Endeffekt bin ich aufgestanden. Wollte sie dann so ein bisschen schlichten, weil mir war von vornherein klar, wenn sie mich da mit den drei Jungs sieht, egal, wenn sie noch nicht mehr weiß, was sie da machen, wird sie durchdrehen. Wollte ich so schlichten, bin aufgestanden und bin dann halt so rüber und sofort so, hey Mama, wie geht's dir? Ich liebe dich und alles gut und so. Und sie fängt dann halt an, du Haschkopf, weiß doch, was sie hier machen. Geh dann zu meinem Kollegen, der gerade am Bauen war. Und guck da wirklich noch hin, so, was machst du denn da? Zeig doch mal. Und er natürlich, hey, hey Mensch, was soll das so, ne? Sie hat auf jeden Fall auch gesehen, dass wir da gerade brauchen wollen. Und ja, du Haschkopf und sofort nach Hause, du hast ja nichts mehr zu suchen und bla und bla. Ja, ne, ich bin da natürlich gegangen. War dann natürlich auch erstmal bedient. Das Ding war, sie war mit meinem kleinen Bruder halt unterwegs. Sie wollte eigentlich nur spazieren gehen. Es war gar nicht ihr Hauptziel, mich jetzt irgendwie da zu basten oder sowas. Ja. Es ging wirklich einfach nur darum, ein bisschen rauszugehen. Bis das schöne Wetter genießen. Und ich mache dann im Endeffekt daraus sowas. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen. Hab dann kurz auf meine Mom gewartet, weil mir war ja klar, jetzt soll noch irgendwas kommen. Und dann kommt meine Mom auf mich zu, als wieder nach Hause kommt. Und sagt mir so, du hast es ja mal Hausarrest. Und es waren gerade Sommerferien. Sie sagt zu mir, nee, stimmt. Was hat sie gesagt? 2 Wochen Hausarrest? Das Ding war aber dabei, dass ich direkt am nächsten Tag auf eine Klassenfahrt gefahren bin, Digga. Kann er mal bitte sein Maul halten? Und ich bin halt nächsten Tag direkt zur Klassenfahrt gefahren. Und ist halt schwierig, so Hausarrest bei der Klassenfahrt. Und als ich dann noch wiedergekommen bin. Als ich wiedergekommen bin, waren dieser 2 Wochen Hausarrest auch einfach vergessen. Ja, also habe ich im Endeffekt 2 Wochen. Digga, verpisst euch doch mal! Also habe ich aus 2 Wochen Hausarrest 1 Woche gemacht und die habe ich halt nicht mehr abgesessen, weil ich auch ey, überhaupt nicht nervig, die Viecher. Ey, ich suche die ganze Zeit eigentlich nur Kisten, was soll das? Ich muss sagen, das Beste an der Klassenfahrt war, als ich wiedergekommen bin, weil ich nicht gedacht habe. Ich komme wieder und meine Mama machen wieder eine Szene wegen dieser Kiff-Scheiße. Und krieg dann noch die nächste Woche Hausarrest. Nö, was weiß ich, was bei meiner Mama los war. Die wollte wohl anscheinend meinen Lehrer irgendwie einen reindrücken. Also, ich habe damals ja schon geraucht und ich habe zig Rauchertale bekommen. Und auch Klassenfahrt hatte ich auch Stress wegen Rauchen. Aber mein Lehrer wusste auch, dass halt Rauchen Scheiß raucht, ne? So,
Also wir haben schon Strafe bekommen, es war nicht so, dass wir dadurch nach Hause mussten. Den Wichser, nicht meine Kiste. Und ich komme dann wieder und wir stehen am Bahnhof, werden alle abgeholt. Der Lehrer wartet halt, bis alle im Endeffekt bis zum Ende abgeholt worden, falls nicht irgendwie noch was passieren sollte oder so eine Scheiße. Das wäre jetzt. Und ich werde dann abgeholt und ich stehe halt wirklich 2 Meter von meinem Lehrer weg so. Kommt meine Mom angefahren, steigt aus. Und ich hatte auch Geburtstag, das war das andere Ding. Ne? Ganz, ne? Alles auf einmal passiert. Und drückt mir die Zigarette in die Hand und sagt, rauch erstmal eine, mein Junge, ne? Du bist ja bestimmt, du hast ja bestimmt Schmacht, ne? Ja. Von meinem Lehrer auch schwer was zu sagen. Konnte ich erstmal vor meinem Lehrer eine rauchen, Digga. Mit 40 Jahren habe ich mich natürlich da sehr, sehr, sehr gefühlt bei. Wenn du noch irgendwo eine Kiste siehst, sag Bescheid. Was ist, wenn ich da so einen reinschiebe? Hello again. Gar nichts. Let's do it. You won't be needing this. Abfahrt. Ach so, wie wär's eigentlich abgehauen? Ich bin immer oben abgegangen. Könnte noch eine Kiste sein. Kiste, Kiste, Kiste. Is he talking to us? Oh, you're not interested in some shiny, sexy treasure? Huh? Sure, I get it. You're too good for treasure. Maybe you just don't know what treasure is. Well, it's usually really good. It's valuable and highly sought out. So getting some would be good for you. Haben Sie das gesagt oder was? Come on, there's some good treasure over here. I'm not lying to you. Die habe ich doch schon. I'm just trying to help you find some treasure. Ey, Digga, ich krieg so Arschschmerzen vom Sitzen. Oh, eine Kiste. Sieht sehr verdächtig aus, als wenn da noch irgendwie was ist. Town, da kann natürlich auch was sein. Können wir mal sehen, wie viele Kisten wir hier schon haben? 20 von 26. Oben rechts steht, das seht ihr nicht. Achso, Arschwasser dazu, das ist sehr bodenlos. Nee. Aber ich habe einfach gar seit Arschschmerzen. So lange sitzen. Ich mache jetzt auch gerade sehr wenig Training, weil ich das so ein bisschen mit meinem Hals wieder im Griff bekomme. Aber hier ist noch, wenn ich wieder anfange zu trainieren. Fängt mein Hals an, sich wieder zuzuziehen, deswegen ein bisschen weniger Training in letzter Zeit. Kein Bock mehr, dass keiner geht. Okay. Ja, okay. Ich glaube, 10. Klasse auch von den Eltern abholen lassen, ist so undankbar, wie ich so sein kann. Er wohnt für doch nur noch 2 Frames oder was? Nur ein paar Kisten, Leute.